Hey Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Affe auf Bike. Wer ich bin und was ich mache, erfahrt ihr in diesem Video. Mit 19 Jahren war ich schwer krank, lag im Krankenhaus und musste früh in meinem Leben rausfinden, dass nur weil du jung bist, das nicht unbedingt heißt, dass du alt wirst. Ich habe mich dazu entschieden, die Welt zu entdecken, reisen zu gehen, hatte 400 Euro auf dem Konto und eine alte Suzuki Bandit, mit der es mich in die Ferne trieb. Nach nur kurzer Zeit waren die 400 Euro aufgebraucht und ich habe Höfe angefahren, auf diesen Höfen gearbeitet, teilweise um 4, 5 Uhr morgens die Kühe gemolken und so wieder 10, 20 Euro dazu verdient, um die wieder in meinen Tank zu füllen und die Reise fortzusetzen. Geschlafen habe ich nahezu jede Nacht in der Hängematte oder in meinem Zelt, meine Wäsche habe ich gewaschen auf den Höfen oder im Salz- oder Meerwasser. Die Natur habe ich erlebt in ganz Europa. Ich war über den Wolken, war auf den Kanarischen Inseln. Ich habe so schöne Seiten, aber auch so schlechte Seiten dieser Reise erleben dürfen. Habe viel geweint, habe das erste Mal sexuelle Belästigung erlebt und mein Motorrad verloren. Auf Teneriffa bin ich in einen Waldbrand geraten. Kalima, ein Sandsturm, der aus Afrika rübergezogen war auf die Kanarischen Inseln, hat mein Motorrad verwüstet und der Sand hat sich in den Motor gesetzt. Totalschaden. Damit war die Reise durch Europa zunächst erledigt. Ich habe Italien gesehen, Slowenien, Kroatien, bin rüber nach Sardinien, wieder mit der Fähre zurück aufs Festland, Spanien und dann runter auf die Kanarischen Inseln. Die Reise durfte weitergehen auf einer BMW GS 310, die mir zur Verfügung gestellt worden ist für eine Reise hoch zum Nordkap. Obwohl ich jetzt also so ein teures Motorrad gefahren bin, heißt es noch lange nicht, dass ich auch dieses Geld auf dem Konto hatte. Also ging die Reise weiter auf komplett Low Budget, jede Nacht im Zelt der Hängematte, im Schnee zum Nordkap. Geschlafen habe ich teilweise sogar in Iglus, Spikes habe ich in die Reifen geschossen, damit ich hoch zum Nordkap kann. In Norwegen habe ich nicht nur meinen Freund kennengelernt, sondern auch Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ich bin wandern gewesen, ich habe dieses blaue, kalte Wasser genossen, ich bin Kanu gefahren, ich bin Snowboard gefahren, ich habe mich wirklich neu entdeckt. In dieser Zeit habe ich mein Buch Biker Girl geschrieben und veröffentlicht. Ich habe das erste Mal wirklich ein bisschen Geld verdient, konnte mir eine Katze aufgabeln und diese nach Deutschland bringen. Für mich war völlig klar, es muss weitergehen, es muss eine neue Reise anstehen. Für 1000 Euro habe ich mir zwei Yamaha XT 550er Maschinen gekauft und die zu einer zusammengebaut. Mitten im Regen ging es dann für mich runter auf der Autobahn nach Genua und dann mit der Fähre rüber nach Tanger und bin dann hier durch Marokko als auch die Westsahara gefahren. Auf dem Weg hoch nach Afrika habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, als auch in Afrika selbst habe ich das Abenteuer überhaupt erleben dürfen. Bin mit verschiedenen Menschen durch die Wüste gefahren, habe mit den Einheimischen getanzt und gesungen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben mit dem Motorrad in der Wüste unterwegs gewesen, habe das erste Mal gelernt, richtig im Sand zu fahren. In Marokko habe ich auch die ersten Stürze erlebt, habe mir den Fuß gebrochen und auch die Maschine ist langsam zerfallen und ich habe mir vorgenommen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, eine neue Reise anzugehen und bin letztendlich mit dem Flieger dann nach Santiago. Meine Mission war es, Chile als auch Argentinien auf dem Motorrad zu erleben, habe einen Hof angefahren, hier gearbeitet und mir letztendlich eine XTZ 125er gekauft. Die neue Maschine habe ich dann verranzt, nicht nur lackiert, sondern auch Metalle rangebaut, um einfach das Risiko eines Diebstahles zu minimieren. Nachdem mein Motorrad fertig geschraubt war, habe ich mich auch schon auf den Weg in den Süden gemacht, bin die Carretera de Austral mit meiner Yamaha runtergefahren, habe so viele schöne Wasserfälle gesehen, so viel im Zelt geschlafen und wirklich die Natur erlebt, als auch tolle Menschen kennengelernt, natürlich wieder Probleme mit der Maschine gehabt und wirklich oft Essen geschenkt bekommen. Ey, so freundliche Menschen. Ich habe so oft Essen geschenkt bekommen. Das hatte ich in meinem Leben sonst nirgendwo so wie unten in Chile. Hab hier bei einem Imker aushelfen dürfen, frischen Honig genossen, teilweise sehr viel mit irgendwelchen Allergien zu kämpfen gehabt, wurde von einem tollwütigen Hund gebissen und musste mir dementsprechend natürlich viele Impfungen reinknallen. Ich war danach super viel bei Familien und habe wirklich mein Leben dort genossen. Aber auch diese Reise fand irgendwann sein Ende. Ich wollte meine XT wieder aufbauen, aber wie man hier ganz gut erkennen kann, ist die XT an der Tankstelle abgefackelt. Mein Freund ist zum Glück gesund davongekommen, auch wenn das Ganze in dem Moment sehr viel schlimmer aussah. Auch war das eine Zeit, in der viele Zeitschriften auf mich aufmerksam geworden sind, ich das erste Mal im TV war und somit mediale Präsenz erlangt habe. Sicherlich war das auch ein Grund dafür, weshalb Harley Davidson mir eine Harley Nightster angeboten hat, mit der ich dann weiterreisen durfte. Und zwar habe ich mir vorgenommen, Island zu umrunden, als auch in Island selbst die F-Straßen zu befahren. Und ich habe wirklich eine Reise erlebt, die kann ich nicht in Worte fassen. Das war das Abenteuer meines Lebens. Ich habe so viele wunderschöne Wasserdurchfahrten erleben dürfen. Ich habe ein Land erlebt, was unfassbar
unfassbar schön ist und unfassbar vielfältig. In dieser Zeit hatte ich wirklich ein bisschen das Gefühl, als ob ich näher zu mir selbst komme, als ob ich rausfinde, wer ich selbst eigentlich bin. Wieder habe ich viel in meinem Zelt geschlafen, wieder hatte ich Probleme mit dem Motorrad, wieder habe ich Sturm erlebt, wieder hatte ich Abenteuer. Mit Island verbinde ich auch diese enorme Kälte. Ich habe teilweise bei Minusgraden im Zelt geschlafen, mich in meine Rettungsdecke eingewickelt, um wirklich die Nacht zu überleben. Ich habe gekocht, Frühstück, Abendbrot. Ich habe so viel erleben dürfen, sei es die Polarlichter. Guckt euch diese wunderschöne Natur an. Das ist einzigartig. Auch hat sich mein langjähriger Traum erfüllt, einmal in meinem Leben einen Vulkan zu sehen. Damit konnte ich die Reise guten Gewissens beenden und bin nach Thailand geflogen. In Thailand ging es auf einer Panamerika weiter. Ich bin so viel Offroad gefahren, habe wieder gecampt. Ich war in der Natur unterwegs, habe hier aber auch das erste Mal in meinem Leben die ganz andere Seite kennengelernt. Nicht nur Affen, Elefanten, das Baden, Duschen in der Natur, sondern ganz gewaltig auch die Partywelt erlebt. Ich war das erste Mal richtig Party machen, sei es die Vollmondparty. Es war ganz neu für mich und wunderschön. In Thailand in der Partyzeit darf natürlich eine Sache nicht fehlen, und zwar das Tattoo. Dann ging die nächste Reise auch schon weiter, von Miami hoch nach Alaska. Sicherlich meine spannendste Reise. Ich habe in diesem Land so viel erlebt, gut wie böse. Ich bin so viel Offroad mit Klonke entlang gefahren. Ich bin im Nebel entlang gefahren. Ich habe meine Drohne steigen lassen, die Natur nicht nur unten, sondern eben auch von oben genießen dürfen. Bin so einsam mit meinem Motorrad wirklich hochgefahren. Und dennoch habe ich tolle Menschen getroffen, die mir geholfen haben. Ich war wieder auf Höfen unterwegs. Ich habe meine Fische selber gefangen. Ich habe meine Wäsche selber gewaschen. Ich habe wirklich in und mit der Natur gelebt und die Kultur aus all ihren Seiten erleben dürfen und war einfach glücklich. Wenn ich an den Trip hoch nach Alaska denke, dann denke ich vor allen Dingen auch an Bären. Das ist einfach, das ist doch ein Joke. Mein Bruder chillt einfach auf einem Aster. Dass der den trägt? Das war auf jeden Fall ein Bär hier zugange. Ey, ich habe das hier reingepackt, extra weg vom Camp. Was soll ich machen? Hier ist ja nichts, wo man es hinpacken kann, ne? Und zack, einfach umgeschmissen, die Karre. So endete die Reise in Alaska unfassbar abenteuerlich, bevor ich mir fest vorgenommen habe, mir einen Sprinter-Van zu kaufen, den auszubauen und damit mit meinem Freund und der Katze durch die Welt zu reisen. Auf dieser Reise natürlich auch dabei eine alte XT550. Ich sag mal so, der Wille zählt. Stabile 20 Minuten weit sind wir gekommen auf dieser Reise. Dann hatten wir schon einen mehr oder minder Totalschaden. Wie, wo, wann die Reise weitergeht, bleibt dran, hier auf meinem Kanal Affe auf Bike.